Und was ich noch vergessen zu sagen hatte, also die haben die Folie dann immer wieder natürlich sauber zusammengerollt. Wie gesagt, das Loch, das war sauber reingeschnitten, rund aller Meter. Genau, aller Meter war das. Durchmesser war ja vielleicht so. Und die wurde dann über Jahre immer wieder verwendet. Ich hatte sie gefragt irgendwie. Das war schon ewig, also das war wirklich mega lange. Wie so 10, 15 Jahre hatte die Plane. Eine und dieselbe. War relativ dünn. Auf jeden Fall sind sie auf der Plane und lang gelaufen. Und am Ende sah man von der Plane, von dem Schwarz, sah man praktisch gar nichts mehr. Das war alles voll mit Blättern. Gerade dort auch beim Kürbis. Und da waren ganz, ganz viele Wassermelonen. Auf jeden Fall wird die Plane natürlich dann wieder sauber zusammengelegt. Und die Plane wird sauber zusammengelegt. Und man kann auf die Plane natürlich auch dünn so Grasschnitt legen. Wenn man Stroh drauf legt, muss man aufpassen, dass wirklich die Strohhalme nicht die Plane beschädigen. Aber dann sieht das, man, Achtung, das sieht doch total scheiße aus. Aber jetzt so ehrlich ausgedrückt, aber jedenfalls, da kann man ja auch eventuell Stroh, aber auf jeden Fall könnte man Grasschnitt drauflegen. Dann würde die auch noch länger halten, die Plane. Und man sieht halt auch die Plastik da nicht so, erhitzt sich vielleicht auch nicht so sehr. Genau, gerade am Anfang, später ist er dann alles voll mit Blättern. Und was die jetzt speziell noch gemacht haben, die sind natürlich total clever, oder das war ja früher normal. Früher haben ja die Leute noch mitgedacht, das gibt es heute nicht mehr. Früher ganz normal, Portugal, die sind jetzt unten in Südfrankreich, da wurde im Gemüsebereich, wurden die Ziegen eingesperrt im Winter, ganz speziell. Und da hat man praktisch, haben die dort ja alles schön vollgeschissen. Dort kann man natürlich dann immer noch schön noch die Holzkohle raufwerfen. Und ja, das haben die auch ganz gezielt gemacht, dass das schön gedüngt war. Und was die selber noch gemacht haben, wenn man jetzt halt so eine Art Hügel hatte, das war bei denen auch, die sind dann genau runter noch in eine Senke gegangen, wo das praktisch noch so ein bisschen das Wasser sich noch ein bisschen so gehalten hatte, so auch natürlicherweise. Und da haben die praktisch diese Hanglage auch noch ein bisschen ausgenutzt, wenn da so noch ein bisschen Wasser so runtergeflossen ist. Das kann man auf jeden Fall auch noch ausnutzen. Aber auf jeden Fall, also heutzutage die ganzen Strebergärten zum Beispiel, das sind ja Flächen, jetzt wird es immer mehr, die Leute, die rennen dann wie die Doofen und die tun dann dort bewässern. Na, irgendwann sorgt man sich, und dann noch Hochbeete machen, das, ist, also, das wird immer dummer. Aber darf man überhaupt alle, also das ist schön, läuft schon der Zensur, ja. Jedenfalls, das wird ja immer verrückter. Da machen die Leute dann noch Hochbeete. Ja. Da ist ja die Anfälligkeit für die Sonne noch extremer. Ja, also muss man natürlich Tiefenbeete machen, aber bei solchen Dingen inzwischen, da muss man wirklich sagen, da muss man eigentlich fast wie einen Weg verlagern, dass man den Blei, dass man die Fläche groß genug macht und dann macht man das gesamte Ding, alles, die ganzen Sträucher und so weiter. Oder man tut sich halt auf Johannisbeeren, die brauchen viel Wasser oder mehr Wasser, auf Himbeeren mehr so fokussieren. Die sind mehr auf Trockenheit, aber ansonsten wird auf ein richtig großes Stück wird da praktisch eine einzige richtig große Plane draufgelegt, so groß wie möglich, wie es es halt gerade auch gibt in der Größe. Da gibt es auch die Silo-Folie, ist vielleicht ein bisschen dünner. Ich weiß nicht, was man da so direkt, das sollte auch nicht zu teuer sein. Und auf jeden Fall schön breit. Genau, also mit einem 2 Meter Streifen braucht man hier anfangen. Das muss wirklich breiter sein. Weil sonst würde die an dieser Schnittkante ging die Feuchtigkeit raus. Bei denen war es wirklich, das war ein riesiger Plan. Das waren locker 8 Meter, 8 Meter mal 10 Meter, sowas war das locker. Und dann legt man so eine große Plane praktisch aus. Genau, legt man so eine große Plane aus, aller Meter kommt das Löchlein und dann kommen die Zucchini rein, dann kommen die Tomaten rein, dann kommt der Kürbis rein. Ja, ich sag mal so, der Nachbar guckt natürlich erstmal total bedämpert,
und denkt, was ist denn das für einer, der hat wohl alles, bei dem sind komplette Sicherungen rausgefallen. Aber da kann man ja einen Bilgrasschnitt vielleicht noch sammeln oder von woanders holen, dass es nicht ganz so schlimm am Anfang aussieht, dass sich nicht die Leute zu sehr aufregen. Aber wenn man das dann einmal gemacht hat und dann sehen auf einmal die, ey, stopp mal, da geht doch gar nicht wässern. Oder der macht dann einen Schlauch drunter und tut da immer in der Woche oder alle 14 Tage, dreht er mal auf oder man sieht da nicht kaum was. Also noch eine automatische Bewässerung, da kommt dann praktisch unter der Plane kommt da das Wasser rein. Und wenn man dann auf einmal dann aber sieht, was der dann erntet, dann sagt der Nächste, ey, das mache ich auch. Das will ich auch haben.